Hallo meine Freunde und willkommen zu meinem nächsten Fresstest. Ja, es ist wieder soweit. Wir probieren jetzt mal was komplett was Neues. Wir hatten ja schon alles mögliche im Sinne von Fertigburger. Wir hatten auch schon Fertigburger von McDonald's. Definiert mir mal den Unterschied. Und was wir jetzt ganz Tolles haben, ist Pizza. Allerdings nicht irgendeine Pizza, das wäre ja langweilig. Nein, 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 meine Freunde. Wir haben hier einen Pizza-Wrap von Don Pepe. Ja, ja, es ist Don Pepe. Den Pizza-Wrap aus dem Steinofen natürlich. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das aus dem Steinofen ist. Ham and Cheese gibt es in zwei Geschmacksrichtungen. Einmal hier Ham and Cheese und einmal mit Pepperoni. Heute probieren wir mal Ham and Cheese. Und ich bin gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir machen mal kurz auf. Ist natürlich noch tiefgefroren. Das erste Mal auch, dass wir Tiefkühl bei mir haben, glaube ich. Wollen wir uns mal anschauen. Und ganz ehrlich, das Problem, das ich damit habe, wir können wetten, es ist nichts anderes als eine Pizza, die zusammengerollt ist. Mehr ist es nicht. Macht jeder. Komm schon. Ja. Ja, genau so habe ich sie mir vorgestellt. Genau so habe ich es mir vorgestellt, muss ich mal sagen. So, nicht anders. Es riecht nach Oregano tatsächlich. Aber noch ist es natürlich kalt, sehr arschkaltes Teil. Ja klar, kommt frisch aus der Quickertruhe. Und ich würde mal sagen, ich hau das Teil jetzt mal in den Backofen. Für wie lange, weiß ich nicht einmal. Backanleitung, da steht's doch. Gefrorenen Pizza-Wrap backen. 26... Was zum Fick? Ich soll eine halbe Stunde warten, bis das Teil fertig ist. Was zum Fick? Seid ihr denn bekloppt? Gefrorenen Pizza-Wrap. 26 bis 30 Minuten. Wow. Wir sehen uns wieder, wenn ich verhungert bin. Bis gleich. So. Fertig ist das Teil. Ich hoffe es wenigstens. Ah, da haben wir es hier. Wunderbar. Es ist natürlich noch brutalst heiß. Und hier sieht man es jetzt gerade. Da läuft schon was raus. Da läuft schon was raus. Ha! Heiß ist es auf jeden Fall. Ich schalte mal hier ein bisschen an. Also auf jeden Fall das, was ich befürchtet habe. Ist natürlich logischerweise dadurch, dass es ein Wrap ist, sehr teigig, aber das ist ja normal. Aber ich befürchte mal, dass der Teig außen sehr, sehr knusprig wird. Ich habe mich genau an das gehalten, was da drauf steht. Ich habe sogar, dadurch, dass Backöfen sich ja unterscheiden, habe ich eine etwas kürzere Backdauer genommen. Oh mein Gott, da kommt der Dampf raus und schaut euch das mal an. Ich schaue es mir auch mal an. Hier habt ihr mal euren Blick, wunderbar, Rex, und ja, es riecht, ja, ihr werdet es kaum glauben, es riecht nach einer Schinkenpizza, ihr werdet es kaum glauben, ja, das kann man. Es riecht eigentlich ganz okay, muss ich sagen. Machen wir mal hier. Na komm. Ah, es hat wunderbar funktioniert. Hier. Ein kleines Stückchen mal abgebissen. Abgeschnitten. Es ist nichts anderes als eine zusammengerollte Pizza. Aber ich muss auch sagen, ich habe nicht mehr erwartet. Ich habe nicht mehr erwartet. Ich habe gar nicht gesagt, wo ich die habe. Die habe ich von Norma. Ich weiß gar nicht mal, wie viel sie kostet. Irgendwas mit 2 Euro, glaube ich. Und ich würde mal sagen, da das Zeug hier brutal heiß ist, probieren wir trotzdem mal. Auf euch. Außen ist es sehr knusprig. Aber nicht so, wie ich dachte. Ich habe eher gedacht, dass er außen purztrocken und hart wird. Aber tatsächlich nein. Sie ist außen schön knusprig und innen dann eigentlich, ja, luftig locker.
Ist natürlich noch boller heißes Teil. Ja, aber wie gesagt, eigentlich außen... Es lässt sich angenehm essen, muss ich sagen. Es ist außen sehr knusprig. Innen drin kommt halt dann der weiche Teig. Das ist dann eher locker. Dann kommt natürlich noch die Tomatensauce dazu. Sag ich jetzt nochmal. Es ist gar nicht mal so trocken, wie ich dachte. Aber ich würde mal sagen, ich esse wie immer alles auf, weil ich habe echt Hunger, muss ich sagen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, kommen wir mal zur Bewertung. Dieser Pizza Wrap in Ham and Cheese von Norma bekommt von mir 3 Punkte. Er ist eigentlich gar nicht mal schlecht, muss ich sagen. Er ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Die Idee ist... Ja, es ist was, es ist eigentlich was, was die Welt nicht braucht, muss man dazu sagen. Es ist etwas, das die Welt nicht braucht. Es ist eine zusammengerollte Pizza, mehr nicht. Kann sich jeder machen. Entweder macht er sich selber eine Pizza, rollt zusammen, Backofen, zack. Oder er nimmt sich eine TK-Pizza, taut die ein bisschen auf, rollt zusammen, Backofen, zack. Ist genau dasselbe. Hier haben wir halt schon eine zusammengerollte Pizza. Aber das bewerten wir nicht. Allerdings muss ich sagen, sie ist wesentlich saftiger, als ich dachte. Bis auf den Rand, weil da ist ja dann logischerweise keine Tomatensauce mehr. Und da wird es dann tatsächlich sehr, sehr trocken. Aber sonst muss ich sagen, geht die tatsächlich in Ordnung. Also ich habe da schon echt schlechtere Pizzen gegessen, muss ich sagen. Wirklich, wirklich schlechtere. Aber auch schon wirklich bessere. Also... Kann man eigentlich nicht allzu viel meckern, muss ich jetzt halt sagen. Ich meine, sie schmeckt nach Schinken, sie schmeckt ein bisschen nach Käse. Und dafür, dass es so eine TK-Pizza ist, gar nicht mal so schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Gar nicht mal so schlimm. Ob ich es mir jetzt wiederholen würde, ist die Frage, weiß ich ehrlich gesagt selber gerade nicht. Weil im Endeffekt, es ist halt etwas, was keiner braucht. Und irgendwie, ich hole mir sowieso selten TK-Pizza, also... Ja. Aber ich meine, es ist so ein kleines Teil, ich bin immer noch nicht satt und ich habe immer noch einen Mordskohldampf und... Aber trotzdem, nichts alle trotz, muss ich sagen, 3 Punkte gehen für den Pizza-Wrap vollkommen in Ordnung. Denn... Geschmacklich ist es ehrlich gesagt wirklich vollkommen in Ordnung. Für eine TK-Pizza kann man wirklich nie meckern. Und ich würde mal sagen, meine Freunde können mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr denn das schon probiert habt oder ob ihr Bock habt, dass wir mal mehrere solche Sachen probieren und uns nicht nur vielleicht auf Fast Food im Sinne von McDonald's konzentrieren, sondern uns auch mal hier so ein bisschen durch die TK bzw. Durchs Kühlregal ein bisschen durchwagen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr darauf denn Bock habt. Also gut, meine Freunde, das war dann mal mein nächster Fresstest für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.